herzlich willkommen. Heute habe ich für euch ein Ajourmuster, der aussieht wie Ajour mit Zopfmuster. Es ist kein Zopfmuster, das sind einfach die Maschen zusammengestrickt, die sich nach rechts biegen und nach links biegen. Und dadurch haben wir diesen Effekt so wie, ja, wie Zopf. Wie du schon erkennen könntest wahrscheinlich, ich habe hier drei Rapports in der Breite gestrickt und drei Rapports nach oben, das sieht man. Sehr einfaches Muster wieder, das ist die linke Seite. Ich würde heute mit euch zwei Rapports in der Breite stricken und ein Rapport nach oben. Ich habe natürlich wieder die Skizze für euch vorbereitet. Wir haben Maschenzahl teilbar durch 14 plus eine Masche für die Symmetrie plus zwei Randmaschen. Nach oben haben wir 12 Reihen. Die 13. Reihe fängst du wieder an ab der 1. Wenn du in Runden strickst, dann hast du natürlich keine Maschen für die Symmetrie und keine Randmaschen. Nach oben hast du genauso wie in Reihen 12 Runden, die 13. Runde, die strickst du wieder ab der 1. Die geraden Reihen strickst du so, wie die Maschen erscheinen, da wo wir hier zum Beispiel linke Maschen haben, in der 2. Reihe erscheinen die als rechte Maschen. Die zwei Maschen zusammen, die Umschläge und Umschläge strickst du nach links, in Runden strickst du die alle nach rechts. Natürlich die strickst du die linken Maschen nach links, wenn du in Runden strickst, die geraden in Runden und so weiter. Also, wie gesagt, wir haben hier im Schwarz die linken Maschen, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Das ist das, was hier entsteht, was aussieht wie ein Zopf. Dann haben wir Umschlag, rechte Maschen sind im Blau, Umschlag im Grün. Zwei Maschen zusammen verschränkt, das sind die Maschen, die sich nach links biegen. Wir fangen an mit der ersten Reihe und ersten Rapport. Die erste Randmasche, die hebe ich, die letzte Randmasche, die stricke ich nach links. Nach der Randmasche haben wir fünf Maschen, die wir nach links stricken. Die vierte und auch die fünfte nach links. Dann haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Die rechte Stricknadel schiebst du unter den zwei Maschen vorne, holst den Faden und die Masche, die hier entsteht, biegt sich in die rechte Richtung. Im Grün habe ich Umschläge gezeichnet. Dann haben wir eine Masche rechts. Wieder ein Umschlag und zwei Maschen zusammen verschränkt. Also die rechte Stricknadel hinter den zwei Maschen und Faden holen. Die Masche, die hier entsteht, biegt sich in die linke Richtung. Dann kommen vier Maschen links. Und die vierte. Wir fangen an mit dem zweiten Rapport. In der ersten Reihe 5 linke Maschen, 5. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Die rechte Stricknadel unter den zwei Maschen vorne, Faden holen. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränken. Also von hinten Faden holen. Vier Maschen links. Nach den vier linken Maschen wiederholst du deine Rapports so oft, wie viele Rapports du für dein Projekt brauchst. Nach dem letzten Rapport strickst du die eine Masche nach links, das ist die Masche für die Symmetrie, und die linke Masche, das ist die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst die zweite Reihe, so wie die Maschen erscheinen. Die Umschläge strickst du nach links.
Die Maschen, die du zusammengestrickt hast, strickst du nach links. In Runden strickst du die nach rechts, die Maschen, die du zusammengestrickt hast. Und hier sind wieder rechte Maschen. Das waren die, die wir links gestrickt haben in der ersten Reihe. Und wieder linke Masche, Umschläge nach links, Umschlag nach links. Das sind rechts und die Randmasche, die stricke ich nach links. Dann wende ich wieder die Arbeit und habe jetzt die dritte Reihe. Ich habe nur die eine zweite geraden Reihe mit euch gestrickt. Die nächsten geraden Reihen kannst du alleine schon stricken. Die Randmasche. Nach der Randmasche haben wir vier Maschen, die wir nach links stricken. Das ist jetzt die dritte Reihe. Danach haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also von vorne. Eine Masche rechts, ein Umschlag. Eine rechts, ein Umschlag, eine rechts. Zwei Maschen zusammen verschränkt. Drei linke Maschen. Das war unser erster Rapport. Wir fangen an mit dem zweiten Rapport. Vier Maschen stricken wir nach links. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, also von vorne. Eine rechte Masche, ein Umschlag. Eine rechts, ein Umschlag, eine rechts. Zwei Maschen zusammen verschränkt, drei Maschen nach links. Nach den drei linken Maschen wiederholst du deine Rapports. Nach dem letzten Rapport strickst du eine Masche für die Symmetrie nach links und die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst die vierte Reihe, so wie die Maschen erscheinen. Die fünfte Reihe, Randmasche. Und nach der Randmasche haben wir drei, die wir nach links stricken. Und die dritte. Danach haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, also vorne Faden holen. Eine Masche rechts, ein Umschlag, drei rechte Maschen. Ein Umschlag und eine rechts. Zwei Maschen zusammen, verschränkt. Und zwei nach links. Eins und zwei. Wir fangen an mit dem zweiten Rapport. Drei Maschen links, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, eine rechte Masche, ein Umschlag, drei rechte Maschen, ein Umschlag, eine nach rechts, zwei zusammen verschränkt und zwei nach links. Und du wiederholst deine Rapports. Nach dem letzten Rapport strickst du die Masche für die Symmetrie nach links und die Randmasche auch nach links. Dann wendest du die Arbeit und strickst die sechste Reihe, so wie die Maschen erscheinen. Siebte Reihe, Randmasche, zwei Maschen links, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Eine rechte Masche, ein Umschlag und fünf nach rechts. Vierte und die fünfte. Ein Umschlag, eine rechts und zwei Maschen zusammen verschränkt. Eine Masche links. Zweiter Rapport, zwei linke Maschen, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, eine Masche rechts, ein Umschlag, fünf rechte Maschen,
ein Umschlag, eine rechts, zwei Maschen zusammen verschränkt und eine linke Masche. Nach dem letzten Rapport strickst du eine Masche für die Symmetrie nach links und die Randmasche. Das war jetzt die siebte Reihe. Wir sind jetzt bei der neunten Reihe und wie du siehst auf der Skizze, die siebte, neunte und elfte Reihe, die sind gleich. Das heißt, wir stricken jetzt die neunte Reihe genauso wie die siebte, die Randmasche. Danach haben wir zwei Maschen, die wir nach links stricken. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Eine Masche rechts, ein Umschlag. Und fünf Maschen nach rechts. Und die fünfte. Ein Umschlag, eine rechts. Zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen, also verschränkt. Und eine linke Masche. Zweiter Rapport, zwei links, zwei zusammen, die sich nach rechts biegen, also die Stricknadel, die rechte schiebst du unter den zwei Maschen vorne, holst den Faden. Eine rechte Masche, ein Umschlag, fünf Maschen rechts. Fünf. Ein Umschlag, eine Masche rechts, zwei Maschen zusammen verschränkt und eine rechte, linke Masche, Entschuldigung. Nach dem letzten Rapport strickst du eine Masche für die Symmetrie und die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst die nächste, zehnte Reihe, so wie die Maschen erscheinen. Wir haben jetzt die elfte, vorletzte Reihe, Randmasche und danach zwei Maschen links wieder. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Vorne Faden holen. Eine Masche rechts, Umschlag. Fünf Maschen stricken wir jetzt nach rechts. Umschlag, eine Masche rechts, zwei Maschen zusammen verschränkt. Und eine Masche links. Und jetzt wiederholen wir noch ein Rapport. Zwei linke Maschen. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Vorne Faden holen. Eine Masche rechts. Ein Umschlag. Fünf rechte Maschen. Umschlag. Eine Masche rechts, zwei Maschen zusammen verschränkt und eine linke Masche. Nach dem letzten Rapport strickst du eine Masche nach links für die Symmetrie und die Randmasche. Und dann wendest du die Arbeit und strickst deine letzte, zwölfte Reihe, so wie die Maschen erscheinen. Wenn du die Reihe fertig hast oder runde, dann fängst du an wieder ab der ersten. Wir stricken hier die Umschläge nach links. Jetzt zeige ich dir das. Schau mal, das ist ein Umschlag, den ich in Reihen nach links stricke. Ich komme gleich zum nächsten Umschlag. Das sind zwei Maschen, die wir zusammen... Und hier ist der nächste Umschlag, wenn du in Runden strickst, strickst du den nicht nach links, sondern nach rechts. Von vorne Faden holen. Okay? Das war's, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, das Muster. Du kannst dir die Skizze am Anfang von diesem Video auf Pause machen und abschreiben. Es ist ganz kleine Skizze. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Ich wünsche euch schon heute schönes Wochenende. Bleibt bitte gesund. Tschüss, eure Mira.